Tja, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zedebi und begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge oder zur ersten Folge. Und zwar bin ich nicht heute alleine, denn wir haben heute noch den Phasus dabei. Hallo. Und den Steven dabei. Hallöchen. Und zusammen wollen wir uns heute mal das neue Lotus-Minigame Berlin Traffic anschauen. Ich habe davon leider keine Ahnung. Der Steven ist Gott sei Dank da und erklärt uns dazu mal jetzt ein bisschen was. Offiziell ist es das originale Spiel, nennt sich irgendwie Malefiz. Ich selbst habe es als Kind nie gespielt, Phasus gerade auch nicht. Und von daher sind wir jetzt sehr auf Steven jetzt angewiesen. Und von daher haben wir jetzt schon unsere Sachen ausgewählt. Also ich bin U-Bahn, Phasus ist Zug und der Steven ist Bus. So, mehr müssen wir erstmal nicht dazu sagen, dann drücken wir jetzt einfach auf Start geben, ne? Ja. Gut. Ich habe Start geben gedrückt. Ja, es dauert immer ein bisschen. Okay, ja, okay. So, jetzt sehen wir halt haufenweise. Also ich sehe da unten, okay, da haben wir den Phasus, ja. Und da oben bin ich und unten links ist der Steven. So. Ihr habt jetzt links einen Würfel, da müsste Phasus jetzt mal raufdrücken. Also hat er 6 gewürfelt und jetzt kann er sich einen von seinen Zügen auswählen und den Zug 6 Felder mit der Maus irgendwo hinziehen. Von dem blauen Feld jetzt aus 6 Felder, ja. Altes blaue Feld zählt schon als erstes Feld. Ah, okay. Also müsste es jetzt 5 nach oben oder nach links? Genau. Und das Ziel ist es halt, in die Mitte zu kommen mit einem Fahrzeug. Und was bedeutet auf das gelbe Feld. Okay, und was bedeuteten die H-Zeichen? Die Haltestellen sind Blockaden, über die kann man nicht rübergehen. Mhm. Auf die muss man genau raufkommen. Muss man genau raufkommen, okay. Ja, also Fahrzeug zum Beispiel bräuchte jetzt eine 4, um darauf zu kommen. Mhm. Dann hat er die Haltestelle an der Maus und kann die irgendwo anders platzieren, um die anderen Spieler zu blockieren. Okay. Das macht natürlich Sinn, denn, ja. Alles klar. Könnte ich jetzt theoretisch auch weiter nach oben? No? Ja, du kannst überall hingehen, wo halt keine Haltestellen gerade sind. Ah, okay. So, bei mir ist jetzt da drunter noch auf einmal dieses Schild Pass dazu gekommen. Das ist wurscht, ja? Genau, damit kann man überspringen, wenn man gar nichts machen kann, okay, zum Beispiel. Okay. So, also nehme ich jetzt hier. Das funktioniert hier irgendwie nicht. Ich kann nichts machen. Ja, es hat mir eben auch ein bisschen gedauert, um es genau drauf treffen. So, gut. Dann ist Phasus wieder dran. Ach, ich bin ja dran. 4. Passt das? Ja. Ja. Ja, das ganze Spiel ist jetzt am 7. Juli jetzt erschienen, auf den Sonntag. Zum reduzierten Preis von 2,99. Offiziell kostet das Ganze 4,99. Und ist das zweite Minispiel aus der Reihe. Das erste war ja dieses Uno. Das hatten wir uns ja auch schon angeschaut. Und das ist jetzt das zweite, was jetzt erschienen ist. Das Ganze wurde entwickelt von Janine, ist das richtig? Oder, ja, von Janine und Marcel. Also beide haben das gemacht. Und das hat da bestimmt einen Hintergedanke. Das Spiel ist jetzt nicht einfach so entstanden, sondern das wird auch einen Hintergedanke haben. Da bist du ja jetzt. Oh. Also ich gehe mal davon aus, die gehen ja hier auf den Multiplayer-Modus wahrscheinlich ein, ne? Dass da die ersten Testphasen irgendwie so stattfinden oder sowas. Ne? Naja. Wird man die Spiele denn zum Beispiel später in Lotus sehen? Hast du da so einen virtuellen PC, wo du dann diese Spiele zum Beispiel spielen kannst? Also nee, aber du kannst die Spiele natürlich zum Beispiel in der Pause spielen. Ja, klar. So, Phasus, du bist... Ach, ich bin schon wieder... Gott, du, musst, ja musst, du musst aufpassen, du musst aufpassen. Ja, es geht mir alles schon wieder ein bisschen zu schnell. Geht mir alles schon wieder zu schnell. Ach ja, und man kann natürlich andere Leute raushauen. Ah, das geht, du ja. Du kannst also mich zum Beispiel so, raushauen. So jetzt, ja? Ich glaube, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Nee, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Ah, okay. Das war, also ich muss dazu sagen, ich habe Malefiz früher nie gespielt. Also ich bin halt so ein Kind ne, hier mit Monopoly und Mensch, ärger dich nicht, ja, und diesen ganzen Schach und alles so. Heutzutage spielt das ja keiner mehr. Phasus, du bist übrigens, ne? Oh.
Phasus, du kannst übrigens in den Optionen einstellen, dass es immer Bing macht, wenn du dran bist. Ah, okay. Und es macht auch Bing, wenn du zum Beispiel raustappst. Aber schöne Modelle, wa? Haben sie genommen. Das ist toll. Ja. Finde ich doch ziemlich nice. So. Ein Toaster wurde schon mal vorgeschickt. 1, 2, 3, 4, 5. Phasus. Ja. Passt wieder nicht. So ein Mist. Heieiei. ja, jetzt haben wir natürlich ein schönes Problem hier. Nehmen wir mal die Gisela hier, komm. Gisela. Die Gisela. Aber die Icke ist noch nicht dabei. Ne? Was? Die Icke ist noch nicht dabei. Nee, die ist noch nicht dabei. Das ist aber ganz gut so. Sind halt so die älteren Modelle. Weil du hast ja auch keinen O530 bei oder so ein Quark. So, ne? Das sind halt. Finde ich schon sehr, sehr angenehm. So, eine 2. Das ist ja perfekt. So. Ah, das klappt nicht, ey. Ach ja, man kann die halt schon übrigens überall platzieren, außer auf dem ganz äußeren Ring. Ah, okay, das habe ich nämlich gerade probiert, ja, weil ich dich nämlich blocken wollte. Gut. Sechs, ja. Eine 3, super. Och, nee. Och, nee. Ich glaube, heute gibt es keine schönen Screenshots im Lotus Forum. Wegen gewonnen. Wegen was? Von wegen gewonnen, zum Beispiel von Steven. Achso. Wahrscheinlich nicht. Nee. Oh, ne. Wir haben eine 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, oh, schade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den haben. Das hat leider nicht geklappt. Muss man mit einem oder muss man mit alle rein? Du hattest jetzt eingestellt, dass man nur mit einem rein muss. Ah, okay, also man kann auch einstellen, dass dann alle rein müssen, denn so wie bei Frage ganz am Anfang, wo du Spieler stellst, wirst du ja gefragt, ob es ein kurzes oder ein langes Spiel sein muss. Soll. Ah, das war die Frage gewesen. Ja. Hast du jetzt ein kurzes gemacht, ja? Das ist, scheint ein kurzes zu sein, ja. Ja, also, sieht man auch oben in, wie nennt man das? Im Fensternamen steht in Klammern Short Game. Ah, stimmt. Ja, da oben, ja, Short Game, ja. Irgendwie läuft es bei Steven halt nicht so. Ey. Wir haben auch den gleichen Weg, ja. Ja, normalerweise spiele ich mal mit Marcel zusammen. Muss ich mich erstmal umgewöhnen. So, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt wieder nicht. Oh. 4. Oh nee, ey. Es ist schon S-Bahn-Stau hier. Also das muss ich aber sagen, das Spiel macht mir tatsächlich ein bisschen mehr Spaß als das Uno. Ja, das sah auch von den ersten Bildern sehr interessant. Naja, Uno ist halt so ein bisschen, fand ich halt so ein, ja, spielt schnell Karten und dann fertig ist. Hier musst du ja noch mit ein bisschen Taktik rangehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, du machst immer eine 6. Immer eine 6. Ja, ich auch jetzt. Kriegen wir wieder nichts. Ah, guck mal. So, dann werden wir mal Jagd machen. Haut euch da drüben gerne mal gegenseitig raus. Ja, ne, das ist schon schön, ja. Eine 1 oder eine 2 wäre mal cool. Fände ich jetzt persönlich gar nicht so schlecht. Die hätte ich gebraucht, ja. Ah, guck mal. Schau mal. Du musst mal Phasis ein bisschen aufhalten. Ja, bin schon dabei. Direkt Phasis. Das ist aber gut gewesen. Oh, nö, oder? Kriegst du eine 1? Wirklich? Ja, genau. Ja. Weißt du was? Komm mal hier oben zu. Wow. Das ist aber gemein, jetzt kommt es ja wirklich nicht weit.
Kannst du auch zurück, ja, ne? Ja. So, eine 4. 1, 2, 3, 4. Das passt doch ganz gut hier. Und so. Ja, View ist in Auto. 1. Naja. 1, 2, 3, 4. Nee, passt nicht. Nein, passt nicht. So ein Mist. So. Eine 2. Jetzt hast du schon 2 Haltestellen von dir. Alles vor Fahrsuchsknallen, wenn er ja nicht weit kommt. Achso, das geht nicht, dass ich jetzt. Okay. Du kannst ja nicht rüberwürfeln, ne? Ja. Du musst jetzt wirklich jetzt jeden einzelnen jetzt einzeln aushebeln. Oh, Mensch. So. Nee, den nicht, nur den hier. Aber das Schöne ist, ich kann jetzt eine 1 oder eine 3 wählen. Eine 3. Ach, das geht auch nicht, ich kann meinen auch nicht überspringen. Du kannst nicht überspringen, nein. Oh. Ja gut, was mache ich dann? Ach komm, ich hole die Taucherbrille. Ja, die haben immer schon so extravagante Namen, ne? Aber ich bin ja so Cola-Dosen-Fan. Ah, bei mir ist der Toaster. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, Mist, jetzt kann ich nichts machen. 1, 2, 3, 4. Ja, muss ja auch mal sein. Ja, das muss ja auch mal sein, ne? Kann ja wohl nicht angehen. Wieder nicht. Oh, hat so gut angefangen. Hat so gut angefangen. 1, 2, 3. Ja, klar. Oh, Vater, was ist los? Du hast irgendwie 3 Haltestellen vor dir. Sehr, sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Ja, das ist alles aus meinem Betriebshof raus. Oh, oh. Nein, das ist jetzt natürlich ein bisschen mau mit einer 1 jetzt hier, aber... Dann machen wir das Ganze so. Machen wir es komplett. Oh, wow, weißt du was? Machen wir es so. Machen wir es so. So. Eine 2. Hm. Puh. Ein Glück. Oh, Mann. Gott sei Dank, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich jetzt nämlich da sitze, dann will ich raus gewesen. Ich glaube, bei uns alles gegenseitig zu hier. Das ist wahrscheinlich der Sinn des Spiels. Jetzt die Frage. Das ist die Frage. So, ich glaube, ich mache erstmal oben zu. Warum machst du denn oben zu? Du hinderst dich doch selbst. Ja, und? Du kommst aber auch nicht durch. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Wobei der Bio, der gräbt sich dann Tunnel und fährt mit der U-Bahn runter. Richtig, ich fahre nochmal durch einen extra Tunnel. Oh, Leute, was ist denn hier los? Wieder nicht. Sind das alles, nee, das sind... Ach Mensch, ich hätte zurückgehen können. Das ist doch nicht nur Berlin, oder? Das ist der Fernsehturm. Doch. Das ist nur Berlin, ne? Das ist der Flughafen. Doch. Das ist nur Berlin. Na gut, die Kuhweide ist es wahrscheinlich schon dran. Nee, die Kuhweide ist U-Bahnhof Dahlemdorf. Ah, okay. Echt, ja? Beziehungsweise Domäne Dahlem. Mhm. Das ist hier hinten der Funkturm. Okay. Was ist da mit der Seilbahn da rechts, da bei Phasus, da bei der Cola-Dose? Boah, ich vergesse es selber immer. Zum IGA-Gelände da. Zum was? Oben in, zum IGA-Gelände in Hönow da rum. Okay. Da gibt es so eine Seilbahn. Echt? Ja. War da letztes Jahr in IGA und dann haben sie so eine Seilbahn. Das wusste ich gar nicht. Von mir nimmst du mich gern von dir. Und dann unten ist halt die Warschauer Brücke da, ne? So. Oh, jetzt brauche ich ihn zu, jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr.
Aber das Gute ist, ich kann mich wenigstens nicht mit jemandem hier irgendwie raus. Aktuell. Ja. Sicher ist sicher. Wow. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Langsam werden die Haltestellen mal wieder umverteilt. Vier. Bio, ich glaube. Das ist ja, naja, da sitze ich ein bisschen jetzt im Sandwich, ne? Aber du wolltest es selber so, ne? Ja, das war alles gut. Kann keiner von vorne und keiner von hinten kommen, weißt du? Ach, Mensch. So, dann mal eine 2. Rip. Was ist eine 4? Oh, das passt immer nicht. Mit einer 3 hätte ich jetzt irgendwie 3 Blockaden auf 4. Naja. Och Mann, ey. Ich glaube, ich fahre noch einmal die Ringbahn hier hin. Damit kann ich nichts machen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber für ein Short-Spiel, ne, ist das nicht wirklich short. Schon wieder eine 4, was ist denn das? Glaub mir doch. Echt, ja, kann das so lang werden, ja? Ja. Ja. Also da kann man einen Abend mit verbringen, ja. Ich bin ja eigentlich ein Fan von Brettspielen, ja, aber so mittlerweile... Hast du die Zeit nicht mehr dafür, so, weißt du? Ich habe ja den ganzen Schrank voller Brettspiele und hast halt nicht gesehen, aber Wahnsinn. So. Alter. Kein. 5. Oh, ernsthaft. Denk dran, kannst du so überspringen, ne? Ja, aber nicht die Felder. Nee, deine eigenen kannst du überspringen, genau, aber beim H ist Schluss. Mal so. Ja, du hättest die ganz oben hin platzieren müssen. Weil jetzt kann er einfach rechts rumfahren. Richtig. Ja, gut. So, eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hab gewonnen. Jetzt muss Phasus noch einmal würfeln. Ja, ich kann ja theoretisch noch jetzt auch noch reinkommen im Pinsel und entschieden gehen. Das war ja wie abgesprochen, dass derjenige, der aufnimmt, auch gewinnt. Ne? Das war ja wie abgesprochen. Genau. Nee, auf jeden Fall muss ich sagen, also das finde ich tatsächlich doch ein bisschen besser als Uno, weil wie gesagt, hier kannst du halt ein bisschen taktisch spielen. Hier kannst du gemein spielen, so richtig schön fies und frech. Ja? Also von daher finde ich das in Ordnung. 2,99 jetzt zum Release. Ich weiß gar nicht, wie lange das Angebot ist. Eine Woche oder sowas. Ein paar Tage definitiv. Sonst 4,99 kostet das Ganze. Und ist wie gesagt das zweite Minispiel aus dem Hause Lotus Minigames. Ja, und so wird das Ganze also gespielt und ja, ich raffe es nicht, schreibt der Jan Philipp, alles klar. Er rafft es nicht, wie das Spiel funktioniert. Na, mal gucken, vielleicht kann er sich jetzt nach dem Video denn das Ganze ja mal anschauen. So, ich denke mal, wir machen hier die Folge Schluss, aber wir können ruhig noch eine Runde drehen hier. Hab ich kein Problem mit. Dann verabschieden wir uns hier und würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video hier auf dem Kanal wieder. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.